Vendetta gegen Exotic, zweite Map ist das, erste hat Fnatic hoch gewonnen. Glaub 16-3. Jo, 16-3 war's. Auf Nuke. Und jetzt hier zweite Map D2, obwohl Train drin steht. Naja, also D2 jetzt. So, bin mal gespannt. Fnatic wird hier wahrscheinlich gut drüber fahren. So, blocken hier auch lang. Sind da auf ein paar Ts gestoßen. Gehen sogar nochmal vor. Ich merke gerade. Das hat noch gefehlt. Der gute alte Warhack. Boah. Bitter für Kerrigan. Millimeter weiter und er hätte die Waffe gesehen. Aber führte mit Refrag. Und kurz geht's durch. Modi mit einer sehr komischen Posi. Hat auch verdienterweise den Headshot bekommen. Oh, die T's sind sogar ein Spot. Fnatic in der Unterzahl. Modi low. Also das sieht gut aus. Schöner E zwar nochmal von Freeze. Aber wenn sie ja welche richten müssen, dann ist Freeze und Forest. Freeze und Trace. Oh, die Seitenflash war super. Nein, er guckt nicht an der Treppe. Boah, Freeze, wichtig, dass er den macht. Ach, macht er nicht. Aber ein kleiner Fehler bei Trace. Dann muss er in die Treppe gucken, wenn da so eine gute Seitenflash kommt. Hat jetzt hier das 1 gegen 1. Boah, ekelhafter Lag, schöner Burst in die Fresse. Exotic holt sich die Pistole. Auf das 2. Das lässt auf ein etwas spannenderes Spiel hoffen. So, Fnatic mit dem Stack am B, muss man den Ball noch kurz aufmieten und das Match. Also ich denke mal, ich mache die erste Map jetzt hier auf jeden Fall. Was heißt die erste? Die zweite Map auf jeden Fall komplett. Und dann wechsle ich einfach rüber, damit wir noch ein bisschen was von Fnatic heute sehen. Denn der andere LTV ist immer noch am Rumspacken. Hab gerade wieder wunderbar gesehen, wie 140 Leute drauf fahren und dann wieder gedroppt ist auf 70. Also das scheint immer noch nicht gefixt zu sein. Deswegen das Spiel auch erstmal hier komplett. Und ich gehe mal davon aus, dass Fnatic das auf jeden Fall noch gewinnt, dann mit einem 2 zu 0 die Gruppe anführt und ja, die Gruppe als Erste abschließt. Falls mich nicht alles täuscht, müsste dann halt der erste Gruppe A gegen zweiten Gruppe B spielen. Und das wird sich dann halb 7 entscheiden, wenn dann Navi auf Anexus trifft. Beide haben auch ihre ersten Spiele gewonnen und spielen dann den Platz 1 quasi aus. Aber das wird ein gutes Match. Wird auf jeden Fall das Highlight heute. Das eigentlich spannendste Spiel ist eigentlich noch das, was ich ja jetzt ursprünglich zeigen wollte, nämlich Gamerhaus gegen Place to Play, denn dort spielt man um Platz 2. Beide ein Spiel gewonnen. Ja, eins gewonnen, eins verloren. Jeweils halt gegen Fnatic verloren. Und werden dann den zweiten Platz kämpfen müssen, ausspielen müssen. Natürlich Place to Play immer noch der Favorit, aber ich glaube, so schlecht sind die Brasilianer nicht. Aber mal abwarten. Place to Play natürlich noch eine Ecke besser. Gut, die Eco ist jetzt auch über die Bühne gebracht und schauen wir uns an die erste Equipped Round. Vielleicht direkt AWP bei Freeze. Kerrigan eine und Freeze wahrscheinlich auch eine. Also das Doppel haben wir gestern schon gesehen auf das 2. Müsste jetzt eigentlich kurz geboostet werden. Jo, da müsste auch gleich die Smoke davon am Steg kommen.
Da ist er jetzt, glaube ich. Och, schade. Oh, Kerrigan stirbt und hat nicht mal einen Schuss gehittet. Führte noch mit unten drin in der Smoke. Kann jetzt bitte vielleicht das Duell gewinnen. Oh, ein bisschen bad luck da. Muss auf zwei Seiten aufpassen. So, Morty stirbt von hinten. Ah, sehr guter Go. Scheint so, als ob die Demos geguckt hätten. Das sah schon ziemlich gut aus da, wie sie den Steg eingenommen haben. Also krass. Exotic holt sie direkt die erste Crypt Round und das gar nicht mal so mit so viel Gegenwehr. Und die Runde ist natürlich auch extrem teuer, wenn man sich direkt entscheidet, Doppel-AWP zu spielen. Werbung. Ich raff's nicht. So, Fnatic hat aber gekauft, was geht. Haben wir natürlich da die 2-5 durchgebracht, vor allem in die AWP. Ganz wichtig für Fries jetzt. Boah, da spielen sie den Go direkt nochmal. Vielleicht hat Fries die Reaktion. Boah, schade. Und Moddy stirbt diesmal am Steg, glaube ich. Krass, also der Go klappt schon mal ziemlich gut. Zwei Runden in Folge jetzt da den Frag setzen können. Spielen den Go jetzt aber langsam. So, Fries wird da jetzt allein gelassen. Und der Go soll auf jeden Fall kommen. Da bauen sie ihn nicht nochmal um oder sowas. Guter, relativ guter E. Also blocken gerade gut die Treppen da, Fnatic. Und Fries verschießt. Das kann vielleicht sogar die Runde kosten. Boah! Und Kerrigan, ganz wichtig. Also ganz wichtig, dass er stirbt für die Ts. Führte zur Stelle, da war. Hat es wahrscheinlich ein bisschen Kommunikationsprobleme gegeben. Fürth hat da super defensiv gedeckt. Boah, DCT ist auch in der Base schon. Das ist einfach die nächste Runde für. Exotic. Sehr gut, gefällt mir, was sie machen. Und aus Fnatic auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen. Ich finde es auch gut, dass Exotic hier nicht den Kopf in den Sand steckt. Ich meine, sie haben keine Chance mehr weiterzukommen. Ne, haben sie nicht. Beide Spiele verloren, 0 Punkte, selbst wenn sie hier gewinnen sollten, was sehr unwahrscheinlich ist, haben sie gerade mal 3 Punkte und ja, Place to Play gegen Gamerhaus, da wird der eine auf jeden Fall gewinnen und dann. Also Exotic ist schon raus, aber präsentieren sich hier doch schon ganz gut. Wobei man vielleicht sagen muss, Fnatic gerade noch nicht so wirklich gut. Vielleicht nehmen sie das Ganze ein bisschen lockerer. Nach der ersten Map. Die das schon sehr deutlich gewonnen haben und wieder die Flex für Exotic. B-Spot frei. Nehmen da komplett die Fnatic-Spieler aus dem Spiel, die da Katas gepusht waren. Och, Aiming sitzt auch überhaupt nicht. Wurde nicht gut geschossen von Fries. Und da ist es nur nach Kerrigan anlangen. 6-0 gleich. Und Fnatic hat auch nicht viel Geld. Ich meine, gut 6 Runden in Folge verloren, aber eigentlich müssten sie noch eine Eco machen jetzt. Weil sie ja vorhin auf Famas und sowas gekauft haben, also ich glaube nicht, dass sie jetzt Geld haben in der nächsten Runde. Boah, der hat Kerrigan auch richtig lange gebraucht, um ihm Headshot zu geben. Irgendwas stimmt da nicht.
Krass, sie haben doch Geld. Boah. Alter, wie die gerade kassieren. Exotic-Spieler hinten aber auch extrem gut. Gewinnen hier jedes Duell. Trace hat die aber gepickt. Gut, wenn Trace die aber hat, Runde eigentlich safe. Alarm A, B wird komplett offen gelassen. Hier gibt es mal sogar einen Tower von den Ts. Aber Trace zeigt sich da nicht. Führt jetzt vielleicht mit einem Timing Flat? Ne. Zieht noch durch die Smoke. Schöne AE. Sie wollen über kurz. Jetzt kommt es eigentlich nur auf auf Vierte und Modi an. Ah, schöne Flash. Sehr gut gehandelt. Wussten genau, das Steg offensiv ist. Schöne Flash. Und jetzt Modi. Kommt er weg. Ah, schöner Shot. Wichtig, dass er da noch einen mitnimmt und wegkommt. Sehr gut. Also die Deckung war mal gut. Das war gut gehandelt und gute Einzelaktion von Modi. Man nimmt auch den letzten mit, kommt danach in die Arme. Oh, das wird eng. Nein, schafft er nicht mehr. Aber erste Runde an Fnatic. 6 zu 1. Ah, Fries. Zu Recht am Scoreboard. Im Scoreboard ganz unten. Er spielt weiter in Arme. Kleine Umstellung von Exotic bisher. Jetzt mal komplett über Cutters aufgebaut. Eine nur über Lang. Oh, das sieht nach, riecht nach B-Split. Freeze und Trace, beide kommt's an. Trace, sehr komische Posi. Jo, es gibt auf jeden Fall einen B-Split. Mitte wahrscheinlich gleich die Flash raus. Mal gucken mal an. Freeze müsste blind werden. Boah, was ein Timing. Boah, was eine komische Absprache da. Alter, wie schlecht sie das handeln. Krass. Überhaupt nicht. Das ist mir überhaupt nicht gewohnt von Fnatic. Wie viel kann Trace noch machen? Ein. Boah, starke Runde von Trace. Boah, er rettet da ein bisschen die Runde. Schöne 3K. Und führt auch nochmal. Aber wie schlecht war das bitte von Fnatic? Krass. Also die Runden werden gerade nur durch Einzelaktionen gewonnen, finde ich. Die spielen das nicht gut runter. Und mich würde es nicht wundern, wenn sie hier echt mit nur 3-4 Runden in die Halbzeit gehen. Ah, dazu müsste Exotic sie nochmal in die Sparspirale drücken. Wieder der Go. Sehr schön gezielt, sehr schön adaptiert von Fries. Gute Reaktion auch. Oh, Vierte stirbt dann lang. Sehr gut. Jetzt ist der A quasi offen für die Zange. Aber man nimmt wieder Zeit raus. Man nimmt wieder Tempo raus. Schöner AE von Killdreams. Keine Ahnung, wie er richtig heißt. Killdream heißt einfach nur. So steht er im Line-Up. So, jetzt der Go. Fnatic steht richtig schlecht. Boah. Also, das ist nicht Fnatic, was wir sehen. Jetzt mal ohne Spaß. Kannst du auch RS Top 100 Team hinstellen. Die würden gerade nicht besser aussehen. Überhaupt nichts, überhaupt, da ist hier gerade überhaupt nichts von der Dominanz zu sehen, die man gewohnt ist von Fnatic. Na klar, sie sind durch, sie sind auch sicher Erster. Aber trotzdem würde ich mir das noch nicht gefallen lassen, hier von ein paar Portugiesen einen Arsch versucht zu bekommen. So, 7-2 und ich bin gespannt, wann die erste Eco kommt. Das sieht fast sogar danach aus, als dass es jetzt ist.
Und da haben sie genau das, was ich wollte. Findet Dick im Teufelskreis. Wenn sie jetzt wieder die Keyrounds gewinnen, dann, wie gesagt, wird Fnatic nicht viele Runden am Ende haben. Aber vielleicht Freeze mit dem AWP Tower. Boah, fast der Legshot. Oh, fast doch wieder die Möglichkeit. Kirke nimmt ein. So, vielleicht für die Mates in die Mitte. Cutter-Spieler können sie vielleicht machen. Ja, sehr schön. So will ich das sehen, mal mit einer Flash irgendwie was einnehmen. Bisschen aggressiv spielen. Da holen sie in der Eco fast mehr, als sie vorhin in einigen Waffenrunden geholt haben. Weil sie jetzt mittlerweile verstanden haben müssen. Ich meine, Exotic macht ja nicht viel. Sie haben ja nur zwei Taktiken bisher gespielt. Haben wir diesen Steko mit diesen Smokes, mit diesen einstudierten Granaten. Und dann den Cutters-Aufbau und B-Split. Was wirklich anderes haben wir jetzt noch nicht gesehen. Und Fnatic muss sich da langsam mal drauf einstellen. Guter Ansager wäre jetzt... würde jetzt als T irgendwas Neues ansagen vielleicht. Bin gespannt, ob wir da was sehen oder... diesen Stego oder B-Split. Macht da den Markloff-Move, legt er direkt an. Sehr schön. Also endlich mal was aggressiv-offensives. Und wird mit First Jack direkt belohnt. Sehr schön den Top-Swan halt auch ausgenutzt. Wenn er anders steht, kann man den eigentlich auch nicht spielen, den Move. Ist mal viel zu spät da. Also erste gute Aktion hier von Fries in der Map. Vierte Modi am Doppel lang. Sehr eigenartige Pose von Modi. Sieht man auch sehr selten, dass einer dort hockt. So, sie wollen lang durch. Aber schöne Granaten. Sie spielen eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Gehen da mit Granaten rum. Sehr schön. Sehr schön rumgezogen von Modi. Vierte gerne vielleicht den zweiten holen. Immer noch beide anlang. Schöne Flash Modi. Holt sich den ersten noch. Und den zweiten macht er nicht, aber führt schon wieder links zur Stelle. Kerrigan kommt auch zum Helfen. Sehr schön. Also das war mal gut gedeckt anlang. Wobei es Exotic das vielleicht auch abbrechen sollen. Als sie gemerkt haben, dass er super geblockt wird. Da müssen sie umbauen, über Steg kommen, Mitte raus, irgend sowas. Da dürfen sie nicht mit der Brechstange versuchen durchzufahren. Ich meine, wenn man die Frags nicht kriegt in den ersten paar Sekunden, dann sollte man das auf jeden Fall abbrechen. Jetzt kommen da immer mehr Flashes und so und... ja, man gibt dann halt die Runde ab, aber wir sehen den neuen Aufbau. Da wird sich ein bisschen... angeschossen. Nee. So, Fries vielleicht wieder... ja, ich glaube, sie wollen Fries holen. Steht leider keiner auf Flash. Decken alles nur ab. Also sehr lange der AWP Tower. Ich denke mal, dass sie wissen, dass Fries rechts ist. Also sie wollen auf jeden Fall mit raus. So sieht es zumindest aus. Sehr gut verschoben jetzt von Fries. Okay, Trace übernimmt da gleich die Mitte. Aber es ist immer noch nicht klar. Ich glaube, sie wollen einfach nur Mitte Frag ziehen und dann auf A gehen. Also ein kleiner B-Split Fake. Ja, Bombe ist Steg. Also man hält hier alles offen. Schöne Gegenfläche von Trace. Perfekte Gegenfläche. Da haben wir es wunderbar gesehen, wie der T blind war und direkt abgebrochen hat. So, jetzt kommt der Fake. Also es gefällt mir super, was die Portugiesen hier gerade machen. Und sie kriegen auch den Frag. Kerrigan ist immer schieben und jetzt kurz go. Sehr schön durchgekommen. Also perfekt, da kann man
es nicht spielen, jetzt dürfen sie nur nicht umsterben. Kill, Dream nimmt sogar noch einen mit am B. Und Fnatic hat es noch nicht gerafft. Doch jetzt. Boah, Modi. Vielleicht dreht er die Runde. Modi! Boah, wie gut er schießt, aber reicht am Ende nicht. Ah, krass von Modi. Trotzdem nur noch Kerrigan gegen 2. Aber was eine geile Runde von Exotic. So liebe ich Taktiken. Super ausgeführt auch. Sehr schön. Verdiente Runde. 9:3. Also ich würde ja echt gern fast sogar noch eine dritte Map sehen. Gucken, was die ist. Tuscan anscheinend. Weil das andere Spiel natürlich eigentlich wichtiger ist. Denn da geht es noch um was. Hier geht es ja eigentlich um nichts. Trotzdem ist es ein schönes, ansehnliches Spiel bisher von den Portugiesen. Exotic nochmal gekauft. Gehen sie vielleicht diesmal B direkt drauf? Oder wieder, jetzt wieder der B-Split? Fnatic traut sich jetzt mal mehr an lang. Modi am Tor. Gut Kontrolle. Und sie contacten wirklich durch. Und der Trace hat nur eine Famas. Das könnte aufgehen. Erst nimmt er mit. Schade. Da hat keiner Fokus drauf gehabt. Ja, Fries auch. Jetzt muss Trace langsam sterben. Sehr gut. Also Runde ist fast noch drin. Jetzt ein bisschen kontrolliert. Smoken, flächen und dann erst legen. Sehr gut. Boah, schade. Ach, krass, und vierte. Und den zweiten auch noch. Starke Runde von ihm. Ach, schöner Headshot von Ririo. Ja, ist wirklich so. Schade, hätte, also, wenn da irgendwie zwei Leute hinten Plateau abaimen die ganze Zeit und einer auf sich vor Kontakt ist und sie dann direkt Trace Headshot geben, dann können sie die Runde recht locker holen. Weil Fries dann wahrscheinlich auch nicht so früh da ist, aber dadurch, dass Trace relativ lange überlebt hat, konnte Fries helfen, Frag machen. Und die Runde ging an Fnatic. Schade, aber freut mich, dass man hier noch ein bisschen variiert von den Taktiken her. Und ein bisschen was im Petto hat. Und das hätte auf jeden Fall klappen können. War auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung, der B-Contact. War nur ein bisschen nicht ganz so perfekt ausgeführt. Da durchhoppelt am Steg. So, der letzte mit raus. Den schnappt Robert Trace und dann sind es schon 5 Runden für Fnatic. Eigentlich unverdient, muss man sagen. So, also ein 10-5 wäre hier schon auf jeden Fall verdient für die Portugiesen, für Exotic. Der Go. Fries nochmal mit Markloff Move, aber wird nicht belohnt. Schön gegengeflecht auch von dem Typ. Na, schneller B-Split. Fries verschießt. Sehr gut. Und jetzt nur noch Trace am B. Vor B sogar. Das B wäre sogar komplett offen. Und sie geben Gas. Sehr schöner Laufweg von Trace. Dann nochmal ins Noobback. Aber. Ach, schade, okay, sie nehmen das Gas raus. Kann man machen. Gut, von Trace da jetzt auch zu checken und das durch. Kann das somit auch durchgeben, dass sie es nicht spielen, dem Vego. Modi vielleicht mit Timing gleich anlangen. Oh. Oh Gott. Sehr schön. Perfekt getimed da. Nur nach Kerrigan. Er wird gleich von lang Probleme haben. So, macht den ersten. Vielleicht sehen wir hier eine krasse Runde für Kerrigan. Nein, holt sich nur einen. Aber schneller Retake an kurz. Aber sind alle auf Spot. Boah, vierte braucht er lange, um den zu töten. Oh, Trace gegen einen. Trace im 1-on-1. Boah, Trace macht's. Krasse Runde von ihm, aber ja, schade. Ausnahmsweise mal gut gehandelt von Fnatic in der Mitte. Ich glaube, wir haben sie relativ gut gegen, vielleicht dann in die Smoke sein, damit die Exotic-Leute nicht den B-Split durchziehen konnten. Aber vielleicht sollen sie dann einfach blind weiterrennen, wenn der EGC-DB gesmoked ist, weiß nicht.
Und Trace hätte man dann schön in die Zange nehmen können. Aber 9-6. Fnatic doch nochmal gut aufgeholt nach dem desaströsen Start. So, Dingens ist angeblich live. Place to play gegen Gamer House. Oh, erste Map ist echt schon rum. Noch nicht rum. 8 zu 7 steht zu Place to Play. Jo, also die Map mache ich jetzt auf jeden Fall noch zu Ende hier von Fnatic. Die 10 Runden können wir es jetzt auch noch geben. Gesetzt im Fall, sie rasten ja aus. So, aber mit Pistol hat Exotic hier auf jeden Fall Chancen, die Map auch noch zu gewinnen. Boah, da kriegt EHZ Headshot. Sie ist Mitte drin, das kann der Fries aber ansagen. Ah, kein weiteres Risiko. Schöner Ace cut das runter. Die waren extrem geil getimed. Boah, was eine Flash. Nein. Schon links, holen links. Sehr gut. Sehr gut. Komischer Akzent hier. Also, First Pick zur Stelle. Aber wenn sie jetzt kurz holen. Ach. Wichtiger Frag von Fries. Aber wäre sehr offen. DCT macht es einst richtige, entscheidet sich da lang zu blocken. Aber Show holt sich mit Timing vielleicht noch ein. Aber das bringt nichts eigentlich. Wäre sehr wichtig, dass er schnell beim Retake zur Stelle ist jetzt. Boah, wer stirbt denn jetzt noch? Ah, TCT ist gegen Modi. Oh Mann, was ein wichtiges Duell auch. Und jetzt über Base alle zu kommen, erachte ich für die falsche Entscheidung. Jetzt hätte der einzige über kurz. Ah, schon noch mit einem, aber sie haben auch Probleme, EHZ zu töten. Na, ah, die Bombe ist halt zu lang gelegt. Ach, das können sie nicht machen. Keine Chance. Perfekt runtergespielt von Fnatic, kann man nicht anders sagen. Sehr gut entschieden. Einfach auch nicht gut geschoben dann von Exotic. Hätten vielleicht B pushen sollen oder eher halt irgendwie zum A. Die Ts sind lange, lange, lange über T-Base gelaufen. Und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt wirklich 10 Runden am Stück werden für Fnatic. Aber wer weiß, vielleicht hat Exotic auch gute CT-Aufstellungen. Als T haben sie mich ja doch ganz gut überzeugt. Kleiner Stack an kurz. B auch geboostet, aber schicken auf jeden Fall Trace vor. Und die erste Map angeblich schon vorbei. 16-8 für die Russen. Doppelpistelspar sogar. So, führte sich beide. Anschlussrunde für Fnatic, 8 zu 9. Noch eine Eco natürlich bei Exotic. Diesmal viel am A. Fnatic aber wieder mit dem ähnlichen Aufbau. Fries wird allein mit USP kurz geschickt. Vorher gesprengt, da sehr schön kontrolliert. Modi auch nur T-Base.
Ah, haben sie die? Ne, ja, Ace haben sie noch. Ah, Fnatic sehr gut. Gehen da mit raus. Ja, immer noch rein. Nur noch Killdream. Oh, sehr schön. Zweite Map bei Placeable gegen Game House ist Inferno. Ich glaube, da sind die Brasilianer generell immer ziemlich gut. So, mal schauen, inwiefern die Portugiesen hier mit AWP spielen, tun sie aber nicht. Dafür wird Fries sie natürlich haben. Hat er nicht umsonst zweimal Eco gemacht auf AWP. Boah, lol. Wie viel Damage sie da schon kriegen mit HEs. Trace sehr schnell am Steg einnehmen. Boah, und Kerrigan räumt dabei in der CDBs auf. Trace auch noch rein. Also was eine schnelle Runde. Show pusht lang und Kerrigan wird sich den nächsten auch noch holen. Und da war es nur noch Show an lang. Stirbt gegen Vierte, sehr krasse Runde. Also wollten sie, glaube ich, Mitte was offensiv machen, haben aber die ja eh in die Fresse bekommen. Somit 10 zu 9 und keinen einzigen. Boah, drei Mann mit noch keinen einzigen Frag. Da müssen sie sparen. Fnatic hat wenigstens vorhin immer noch Waffen gesaved. Konnten sie in der vierten Runde. In der fünften Runde auch nochmal kaufen. Das kann Exotic hier nicht. So, mit der Echo haben sie null Probleme. Mutti hört auch schon die Steps, dass sie jetzt die restlichen drei gönnen. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. 11 zu 9. Jetzt vielleicht eine Habe. Jo, DCT hat eine. Schauen wir mal an. Ach. Liegt Richtung A. Da wollte sich nicht direkt anlegen mit Fries. Steht da Bushalte. Oh, Fnatic mit einem sehr, sehr, sehr üblichen Aufbau. Der Cut da ist über Mitte. Nehmen jetzt kurz ein. Und Exotic auch wirklich extrem Standard. Killdream spottet da im Element, glaube ich. Ja. So, sie wollen über kurz durch. Exotic, wichtig, dass er dort. Also Killdream eigentlich eine der entscheidendsten Posis jetzt. Insofern sein Mate überlebt. So, schöner erster Schuss. Schöner Frag. Aber lang jetzt offen. Geöffnet von Vierte. Nein, den verschießt er. Gut gemacht von Vierte. Da sieht man einfach, wie wichtig manche Duelle sind. Und da war es nur noch EHZ. Oh, auch mit Awe, habe ich gar nicht gesehen, dass man da Doppel-AWP spielt. Der Mutti müsste ihn eigentlich noch gehört haben. Da wird er auch gleich noch auf Mutti treffen. Fries kommt dann auch von hinten. Ja, ich glaube nicht, dass die Awe saven kann. Nein. 6 zu 0, 12 zu 9 overall. Vier Runden stehen noch aus und dann ist es vorbei. Fnatic wird dann 2-0 gewinnen.
Und ich werde dann rübergehen. Aber weiß ich. Also ich sag mal, wenn sie jetzt die Runde verlieren, Exotic, dann wechsle ich sofort rüber. Bringt der nächste jetzt die paar Ründchen noch zu zeigen, wo eh nichts mehr passiert. Aber vielleicht kann mir jemand in den Comments sagen, ob die zweite Map schon live ist oder ob da eh noch gerade Pause ist und irgendwelche Spieler fehlen oder so. Das wäre mal interessant. Ob sich das Wechseln lohnt oder ob ich die Runde wirklich noch zu Ende zeigen soll. Immerhin blocken sie kurz. Oh Gott, wie wenig Schaden da gemacht wurde. Schöne Gegenflash, schön weggekommen. Jetzt kassieren sie da eine AE. Kerrigan mit First, Kerrigan mit Nächsten. Schöner Schuss und Show. Boah, wird einfach reingefahren. 3 gegen 3. Plateauspieler ist anscheinend nicht bekannt, aber das sieht man halt ja einen Unterschied. Da wird lange hinten abgehämmt von Trace. Oder von Fries ist das. Ach, da darf er nicht reinschleichen. Anscheinend wusste er nicht wirklich, dass da B der Go kommt. So, Show gegen 2. Ja, übers Loch hatte vielleicht eine Show. Ja, aber nee. Oh, Fries natürlich. Mit der besseren Sicht, mit dem Doppelzoom durch die Smoke. Saved auch. So, zweite Map ist noch nicht live. Okay, dankeschön, Skyline. Also bleibe ich jetzt noch drauf. Ich meine, Exotic wird eh nicht so viel Geld haben. Ja, wieder nur Famas, Famas. Zwei Famas schon. Dritte Famas. Schon rübergezogen, aber leider kein Hit. Deckt ihn mit einem Move an lang. Wissen soweit, dass kurz sehr wahrscheinlich geblockt wird. Oh, Show macht einen guten Job. So, Kerrigan geht auf Jagd. Oh, ist gut durchgepusht von RZ. Da hat noch keiner Fokus drauf. Mal sehen, ob das noch zum Tragen kommt. Und Ririo auch cut das unten. Ach, warum steht er denn dort? Oh nein. Oh Gott, da haben sie dicke Probleme. Und jetzt ERZ vielleicht. Sieht den ersten und hat die Bombe down. Sehr schön, kann auf AK switchen. Den Spieler auf dem A nimmt auch einen mit. Killdream mit einem HP. Und jetzt ERZ gegen zwei. Trace und Modi. Oh, Modi hat er gehört. Och, Modi, aber einfach zu krasses Aiming. Schade, die Runde wäre drin gewesen. Aber da fehlt es einfach. Weiß nicht. Das findet die Time doch schon eine Klasse besser. Die kaufen ja auch durch die CTs. Kontakt durch die Smoke. Alter. Modi rennt mal kurz B auf. Fnatic wird auch ein bisschen. Ja, spielt ein bisschen freier jetzt. Ein bisschen Freestyle. Ja, warten jetzt immerhin sehr lange ab, damit auch ja kein Ninja-Diffuser oder sonstiges kommen kann. Die Jagd gehen sie jetzt nicht wirklich. Bei Show. Gott, wie spät er sich umdreht. Also wenn schon safen, dann doch bitte sicher safen und nicht da irgendwie unten am Tor noch ewig schimmeln. So, das war das Draw. Und jetzt wird natürlich nochmal gekauft, was geht. Immerhin eine M4, ERZ mit dem Topspawn zum B. Vielleicht macht er mal direkt sowas Offensives, Cut das rein oder direkt B durch. Könnte direkt
wieder B ein ausschließen. Ja, darf er eigentlich nicht schleichen. Da gibt er dem T zu viele Möglichkeiten, weiter vorne schon zu sein. Wird dann lang. Ah, oh, schöne Runde, schön reingelaufen. In DCTs Crosshair. Kerrigan genießt hier ein bisschen. Und jetzt ERZ, letzte verbleibende gegen 2. Ach, schade. Wenn er da ein bisschen früher gekommen wäre. Ah, noch wissen sie aber nicht, wo er ist. Also, solange er weiter schleicht, kann er es vielleicht sogar machen. Ach nein, Kerrigan hat ihn gesehen. Und ERZ hat gerade in dem Moment ins Gooseegg geguckt. Wie bitter ist das? Und er macht's Fries. Was sage ich denn, Kerrigan? Fries war's natürlich. GG, oder? Jo. Davon lassen sie den Server. Hab ich doch richtig gesehen. Also, Fnatic gewinnt jetzt 2:0. Das ist ihr letztes Spiel in der Gruppe. Mit 16:9 respektive 2:0 nach Maps.